Dankeschön. So, liebe Männer, es ist oft so, dass man in einer langen Beziehung ist und man fragt sich, was hat meine Frau eigentlich alles so vor mir gemacht? Und man denkt halt drüber nach. Und man will eigentlich gar nicht, man will es gar nicht wissen. Darum heißt die Nummer, ich will nicht, dass du mir sagst. Wie viele Ohren haben die geholt? Und gar nicht mehr loslassen wollen. Ich frag mich und ich weiß, ob er auch gern. Ich tät's gar nicht wissen wollen. Wie viele Lippen haben die geküsst? Und haben der Herz entflammt? Ich frag mich und ich frag mich um die Wasser. Ich will keine Zeugen von dir noch. Es bleibt für mich ein Rätsel. Im Raum steht diese Frage. Aber selbst wenn du sie mir suchst, ich will nicht, dass du mich was tust. Du mach es zu deinem Geheimnis. Du weißt, ich lieb dich viel zu sehr. Ich frag zwar und ich will mir immer wieder. Aber ehrlich, ich will's gar nicht hören. Ich frag zwar und ich will mir immer wieder. Ehrlich, ich will's gar nicht hören. So, wir kommen gleich zum nächsten Beziehungsproblem, das heißt Handy. Jeder hat eins. Der eine tut mehr, der andere weniger. Schlecht ist, wenn einer dauernd tut. Deswegen heißt das nächste Lied iPhone 6. Mit X. Mit X. Mir hat sich das Gefühl verstärkt, dass meine Frau das gar nicht merkt, wenn ich traurig wie im Handy bin. Wir dauernd connected, mach mich hin. Wieder piepst das Handy, alles wichtige Leid. Wo etwas von dir gehst, dann so wie her. Sie drückt dumm auf ihre Tastatur. Ich frag mich, welcher Arsch ist es nur? Da ich so nur dein eigenes Handy. Geht mir am Keks. Ich bleib auf die Version von 1 und 6. Mein Geduld ist aus, jetzt platze. Ich will endlich wieder haben, mein Schatze. Aber sie hängt wieder bei ihrem daneben. Und ich steh da und bin da der Beste. Mir schießt wie ein Büder aus dem Urlaub unser Büder. Dabei wollte sie haben für mich ein Lach. Aber sie ist befreundet mit Facebook, ja. Na, ich sag nur ein reiches Handy. Geht mit einem Keks. Für perfekte Version ohne Hosex. Laufen tut sie, und das ist lästig. Nur beim Programm Rantastic, das alles dokumentiert.
Nun eben dann schon werde ich vieles. Und sind wir dann endlich mal allein im Bett und machen sie so ein bisschen nett. Weil ich selber weiß, ich schon vergessen kann. Und ich bitte mich drunter, aber auch. Und ich sag nur ein echtes Handy. Geht mit einem Keks. Gibt einfach die Version von einem Schicks. Aber ich sag schon ein bisschen. Ja, ich sag nur ein echtes Handy. Geht mit einem Keks. Gibt einfach die Version von einem Schicks. Du stehst nicht, zwingt ans Bett. Ja, ich sag nur den Eches Hände, gib mir einen Keks, ich pfeif auf die Version von F&C. Ja, ich sag nur den Eches Hände, gib mir einen Keks, ich pfeif auf die Version von F&C. Dankeschön. An alle Betroffenen mein Beileid. So, ich meinen guten Freund, der Freundin, die heißt Andrea, aber er nennt sich kurz Andi. Irgendwas ist passiert, in kürzester Zeit, muss nichts Wichtiges gewesen sein, schauen wir mal. Und dass keine falschen Sachen aufkommen, weil heute der Andi gemeint ist, singen wir jetzt Andi. So, danke. Kurz einstecken. Hat mit der Hand jetzt aber nichts zu tun. Gewidmet der Kühlmeierin. Meine Damen und Herren, ich habe ganz was vergessen. Großer Kopf, nichts drin.
So, ich möchte ganz kurz die Band im Nachhinein noch vorstellen. Zu meiner Linken, der Peter hat er mir schon erwähnt. Es ist unser Gitarrist und Bandleader, der nimmt Giovanni, er ist der Chef von der MA48. Der muss Zeit haben. Es ist der Obersenatsrat Josef Dohm. Der hat dafür gesorgt, dass Wien nach wie vor einer der saubersten Städte der Welt ist. Dankeschön. Zu meiner Linken, normal stellt man zu meiner Rechten, ist eigentlich unser Jüngster, der sich aber in die Band einbringt wie kein Zweiter, der Arrangements macht, dass er aus dem Bock hat. Er ist wirklich sehr brav und wenn er nicht den Besen schwingt, dann ist mir lieber ein Spiel Boss. Martin Trötzmüller! Zu meiner Rechten, auf der Rhythmusgitarre. Ein wunderbarer Mann, der uns alle immer wieder runterholt, dadurch, dass er eben nicht so viel redet, sagen wir jetzt einmal wie hier oder was. Er spielt wunderbar Gitarre. Es ist der Karl Mottl. Hinter mir, wie schon erwähnt, unser Multitasker-Schlagzeuger. Wahnsinn wirklich, was er manchmal so ausbeilt. Er ist ein guter Freund geworden. Wir sind alle gute Freunde geworden durch einen guten, durch einen leibenden Zufall. Manfred Kapp! Grüß euch! Was ist mit mir? Ich bin auch da. Wichtigste Kur. Live von der Müllerfuhr, heute nicht im Dienst, deswegen heute da. Andreas Hofer, der beste Sänger der Bahamadier Band. Danke, Andi. Dankeschön. Aber jetzt machen wir's, hä? Ik heb het niet.
Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, das ist was? Wollt ihr noch was hören? Dann kommt das nächste Mal. Okay, wir spielen einfach zwei Lieder. Die liegen uns sehr am Herzen. Nicht, dass wir das jetzt vorbereitet werden werden. Entschuldigung. So, liebe Männer, schon wieder geht's um uns. Wir wissen alle, also ich sag's leise, die Frauen reden recht viel. Und wir kriegen oft die Paten nicht auf. Und dafür hat der Josef jetzt ein wunderbares Lied geschrieben, das uns, glaube ich, allen aus dem Herzen spricht. Männer, die halt nicht so eloquent sind. Und deswegen heißt das nächste Lied Entschuldigung. Das hast du aber schön gesagt. Oh, eine Runde. Oh. Oh. Und jetzt nur die Frauen. Und die Männer. Oh. Na, da habt ihr es schon. Es ist heiß heute in der Donaustadt, schon den ganzen Tag. Und ich denk nur drüber nach, wie ich dir das sag. Ich denk an die Leben und Zeit, an die Schlechte, denk ich an. Wie ich mich jetzt fühle, so ganz allein. Entschuldigung für das, was ich alles da hab. Entschuldigung für den Blödsinn, den ich manchmal so hab. Für alles, was sonst noch war. Entschuldigung, mir ist klar, ich bin verloren, mir ist nie verloren. Meine Freund fragt schon, wo du bist. Ich sag zwar, es geht dir gut. Ich erwarte ja deinen Anruf, dass kein Leiden tut. Wir wissen, dass ich das nur lieb. Ich warne die ganze Nacht. Sie wissen, seit du weg bist, hab ich selten gelacht. Entschuldigung, dass ich zu dir nicht ganz ehrlich war. Entschuldigung, ich hab fühlt es auch gar nicht so. Für alles, was sonst noch war. Entschuldigung, mir ist klar, ich bin verloren, mir ist nie verloren. Entschuldigung, mir ist klar, ich bin verloren, hier ist nie vorher. Denkt dran, wenn das nächste Mal. So,
Mensch, uns jetzt eine traurige Erinnerung behalt. Jo. Ja. Unser heißgeliebter Chef und Bandleader. Ja. Hat irgendwann einmal da angefangen, hat seinen Ingenieur gemacht, ist voller Hoffnung, voller Kraft dahergekommen, hat sich gedacht, die Bude drei um, wie nix. Aber da haben die wirklich schon angefangen. Und deswegen heißt die nächste Nummer der Ingenieur. Ja. Das ist jetzt fast die ganze Wahrheit gewesen, ne? In Wahrheit ist so, in jeder Bude gibt es dann immer schuld ist an allem. Bei uns ist es immer der Ingenieur gewesen. Aber immer wenn es einen Depperten sucht, dann sagt laut Ingenieur. Und deswegen, da ich am Anfang als Ingenieur da angefangen habe in der Bude, mit 3000 Leuten, wenn das 3000 singen, hat sich ganz schön um, war ich der Ingenieur. Und da ist mir das Lied gefallen vor 20 Jahren. Jetzt trauen sie sich das eh nicht mehr, jetzt habe ich durchgesetzt. Bist oder nicht? Und jetzt eine Angst hat, es geht die anderen ja. Da fängt an, das muss zum Wurz der Wessung. Und Ingenieur, du bist nicht nur, du bist nicht zu schwer. Wir sind ein Chor, und fördert dir zusammen an. Und Ingenieur, bei dir kommt sicher gut an. Du hast Natur, du lebst sogar noch mehr. Du glaubst jetzt ganz was und bist vielleicht schon wieder. Was ihr täuscht, ist es kalt und krank, junger Herr. Es war so ein Ingenieur, ein Ingenieur. Der Ingenieur ist nicht so schwer. Wir sind ein Bauer und fördern dir zu sein. Ein Ingenieur, das ist vom Schicksal zu sein. Und sich auch kein Hos. Der Schneidens hat versagt, ein Schuldiger muss her. Jetzt kannst du seiner Bierst, der Kohl der Ingenieur. Der Ingenieur, der Ingenieur ist nichts zu schwer. Ein Ausbilder der Bude, sind sich keines bewusst. Uns geht es nicht so, der Ingenieur hat es gut. Dankeschön. Seit zwei Jahren freue ich mich auf das Bier, was ich jetzt trinke. Der Josef wird nach dem Auftritt wieder fragen, wie waren wir? Ausgezeichnet, Josef. Ihr könnt auf jede Bühne gehen. Das ist tadellos, ab jetzt sofort ein Geheimtipp, die Tandler-Band. Die haben schon was los, die Buben. Und ihr arbeitet alle bei der EMA 48? Was machst du dort? Also ich bin ganz normaler Müllerpfleger, ich stehe hinten am Wagen und fähre einen Trick weg. Wow! Und du? Abschlepper. Na, pass auf, da waren drei, vier Hosen zum Ausschleppen. Ah, seine Frau ist da. Gut, dann schleppen wir halt nichts ab. Er ist der Chef. Hat jede Menge Ideen. Also den Tandlermarkt müssen Sie noch anschauen in der Einsiedlergassen. Einfach großartig. Was machst du? Kehren. Zusammenkehren.
Gehört ihr zwei zusammen? Nein, er gehört zusammen. Der andere fährt mit. Also alles Mitarbeiter der MA 48, Menschen, die unsere Stadt sauber halten. Und ab jetzt auch eine Top-Band auf der Bühne, die Zandler-Band. Gratuliere. Heute haben wir hier zwei ausgebildete Moderatoren, daher kann ich mit Leichtigkeit. Ja. Na, na, ihr seid Fixstarter ab jetzt. Nächstes Jahr Donauinselfest, 100.000, jetzt habt ihr schon geübt.